Ich gebe Geld, du gibst Spiel. Wer macht denn das heutzutage noch in Zeiten von Free-to-Play-Giganten wie Fortnite, Valorant oder League of Legends? Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Zahl, aber zusammengefasst, viele machen das. Und das zum Standardpreis von 60 Euro. Aber wie kommt man eigentlich auf 60 Euro? Und sind 60 Euro für ein Spiel billig oder teuer? Das wissen nicht viele, aber im Jahr 1990 oder so, keine Ahnung, bin kein Nerd, hat sich der Sohn von Henry Spiele und Dagmar Video Dieter Videospiele etwas einfallen lassen. Die Zahl 60. Und so kommt es, dass Videospiele seither immer dasselbe kosten. 60 Euro. Genauso war das. Wenn man dann die damaligen Spielepreise circa ab dem Start des NES umrechnet, ohne die Inflation zu berücksichtigen, kommt man ebenfalls auf ungefähr 60 Euro. Und das ist überall so. Egal welches Land, wie hoch die Inflation oder wie niedrig die Kaufkraft der Menschen dort. 60 Euro. Das ist die magische Zahl. Und so angenehm es auch irgendwie ist, einen Pauschalpreis für neue Videospiele zu haben, umso kritischer sollte man das betrachten. Eigentlich sollte doch der Preis etwas über die Qualität des Produkts oder zumindest den investierten Aufwand aussagen. Aber nope. Um 60 Euro kannst du dir Qualität kaufen. Hunderte Stunden von Spaß und Unterhaltung, interaktive Kunst und zusammengetragenes Wissen, Kreativität und Meisterleistungen von Developern in millionenschweren Projekten. Was sind schon 60 Euro dafür? Oder du kaufst dir um das gleiche Geld das. Oder das. Oder das. Der Preis ist der gleiche und dazwischen liegen Welten. Nein, Universen. Imagine, du gehst in ein Autogeschäft und dort steht ein VW Golf, eine Vespa und ein Bentley Continental. Aber alle drei kosten exakt dasselbe. So funktionieren Videospielpreise. Aber warum? Ganz einfach, die Herstellung eines Qualitätstitels ist das tatsächlich wert. Nintendo zeigt das ganz deutlich, aber nicht jedes Nintendo-Game hat dieselbe Qualität. Aber dasselbe Marketingbudget. Und damit können sie Titel zum Vollpreis verkaufen, die dann eine Gewinnspanne haben, die mehr wert ist als mein Leben. Wir werden eigentlich getäuscht von einer Marke, die dahinter steckt. Super Mario Odyssey ist ein Meisterwerk um 60 Euro. Super Mario Tennis ist nichts mehr als ein schlechter Witz um denselben Preis. Aber es steht Mario drauf. Und solange der Ruf der Marke passt, lassen sich auch die Spiele als Gleichgut vermarkten. Wir sind eben naiv genug, um es auch zu zahlen, scheinbar. Macht auch nicht nur Nintendo. Seht euch mal FIFA an. Jedes Jahr zahlen irgendwelche Honks 60 Euro dafür. Nur weil mal ein gutes Spiel dahinter gesteckt hat. Aber sind 60 Euro eigentlich für ein Spiel teuer? Das kommt jetzt drauf an, wo du lebst. In den Philippinen kostet ein Spiel für die Switch zum Beispiel 2000 bis 3000 philippinische Peso. Also umgerechnet 30 bis 50 Euro. Ist ungefähr gleich wie bei uns. Außer, dass es dort das durchschnittliche monatliche Einkommen ist. Kann man sich so vorstellen, als ob sich ein durchschnittlicher Deutscher ein Nintendo Switch Game um 2000 Euro kauft. Also sind 60 Euro für ein Spiel teuer? Eigentlich nicht. Und dann wieder schon. Eine andere Perspektive auf die Sache wäre die historische Entwicklung mit einzubeziehen. Spiele kosten seit den 90er Jahren gleich viel wie jetzt. Ohne wirkliche Inflationsanpassung. Das heißt, sie sind eigentlich immer billiger geworden. Und damit muss man zugeben, 60 Euro für ein Spiel ist in der heutigen Zeit innerhalb des deutschsprachigen Raums ein Schnäppchen. Wenn es kein Drecksgame ist, natürlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass man 60 Euro zahlen muss, um auch ein richtig gutes Spiel zu bekommen. Außer bei Nintendo, da geht's kaum anders. Die Preise stehen so fix wie unsere Sonne in unserem Sonnensystem. Nintendo delivert dafür auch pausenlos Qualität vom Feinsten. Aber sonst müsst ihr eigentlich nirgendwo 60 Euro investieren. Ja, ihr seid sogar mindestens so blöd wie ich, wenn ihr es tut. Denn der Markt ist überrannt von Game-Developern, die alle das nächste große Ding auf den Markt bringen wollen. Jeder will dein Interesse wecken, um sein Spiel zu spielen. Und wieso solltest du dann ein Vollpreis-Game wie FIFA kaufen, wenn du dort dann auch noch jede Menge Geld in Microtransactions reinbuttern musst, um mitzuspielen, wenn du Spiele hast wie Apex Legends, Valorant oder Fortnite, wo du nichts zahlst. Von Anfang an bis zum bitteren Ende. Gratis. Skins natürlich ausgenommen. Dinge wie FIFA oder Battlefield werden früher oder später so nicht weitermachen können. Niemand braucht so etwas mehr. Und auch wenn ihr Richtung Story-Games und Konsolen seht, dann zwingt euch
euch keiner, den neu releaseden 60-Euro-Titel zu kaufen, der noch nicht mal fertig ist. Bevor du dir den Shit mit Cyberpunk oder Mass Effect Andromeda antust, spiel doch lieber die fertigen Titel, die erwiesenermaßen die besten sind und auch noch einen Bruchteil davon kosten. Spiel Halo 2, die Mass Effect Trilogie, Skyrim, Portal, Witcher 3 und. Die Liste ist mindestens so groß wie mein Ego. Und entweder die Games sind fucking cheap oder über Emulatoren verfügbar und gratis. Illegal? Scheißegal. Ohne Emulatoren müsste ich für ein gebrauchtes Pokémon Smaragd 120 Euro auf Willhaben zahlen. Gebraucht. Also fuck that. Fazit, 60 Euro für ein Spiel ist nicht teuer. Bei uns. Wenn das Spiel auch genügend bietet. Aber abgesehen von Nintendo Games, die niemals billiger werden, solltet ihr eher abwarten und Tee trinken bei modernen Game Releases. Spielt lieber alles mindestens ein Jahr verspätet und spart euch nicht nur Geld, sondern jede Menge Ärger durch anfängliche Bugs oder so einen Mist. Dankt mir dann in einem Jahr und erzählt mir gerne in den Kommentaren eure Erfahrungen mit den Videospielpreisen. Okay, bye! 60 Euro für ein Video? Nein, nein, bei uns ist alles gratis. Auch diese zwei weiteren Videos. Wer kann bei gratis schon Nein sagen?